Hey Leute, willkommen zurück zu Project Zero 4. Ja, im Leuchtturm geht es weiter. Und ich denke mal, das wird der vorletzte oder letzte Part sein. So leid es mir tut, irgendwann muss es ja auch mal enden. Ich höre mich vielleicht noch ein bisschen verpennt an. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich bin auch erst vor kurzem aufgestanden, aber heute ist Samstag. Und ich habe noch einiges vor und ich möchte gerne dieses Spiel noch, zumindest den Part hier aufnehmen. Oh, da geht es schon mal nicht weiter. Denn ansonsten habe ich nichts für heute. Und ich hoffe mal, wir werden das durchkriegen. Der Türknopf ist zerbrochen oder kaputt. Ich komme da unmöglich, unmöglich durch. So. Wie weit geht denn der Leuchtturm noch rauf? Ich bin ja eben vom Speicherpunkt wieder die zwei Treppenabsätze hochgelaufen. Also es ist schon einiges. Und ich muss Ruka dafür bewundern, dass sie da nicht anfängt zu schnaufen wie wild. Also wenn ich hier so die Treppen hochstiefeln würde, glaubt mir, ich würde ganz schön schnaufen. Aber sie springt da hoch wie ein junges Rehlein. Hört ihr die Musik? Ist das vielleicht die Luna-Melodie? Dieses Auf und Ab die ganze Zeit. Naja. Och nein, das ist wieder Suya. Na komm. Hau bloß ab. Oh. Ja, natürlich war er gerade in der Wand. Das finde ich immer so gut. Komm, ich gebe dir erstmal einen Special-Schuss. Bams. Und er ist noch da gewesen. Sehr gut. Oh, geh weg. Oh. So, und nochmal. Und nochmal. Und das war einfach. Oh, jetzt muss ich erstmal verschnaufen. Ja, komm. Weiter geht's. Oh, okay, ich sehe schon. Die Treppe ist definitiv kaputt, aber ich will noch mal ganz kurz hier runtergehen. Vielleicht gibt's da noch was Schönes. Ich kann es mir zumindest vorstellen, dass die hier noch sowas versteckt haben. Komm, lass mich nicht lügen. Oder meine Vermutung nicht ins Leere laufen. Oh ja. Irgendwas ist hier. Hallo? Wo ist es? Ah! Ich hab's gewusst. Und da ist ja dann die... Ja, da ist die Treppe dann kaputt. Aber hier gibt's noch was Schönes. Ne. 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 Oh ja, Leute. 15 Kristalle. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Ich kann meine Kamera aufs Maximallevel anheben. Zumindest die Power. Reload ist mir eigentlich wurscht. Absorb, ja. Auch wurscht. So. Wunderbar, Leute. Ich hab's gewusst, vor Ende kriege ich das noch zusammen. Ja, das war eher ein Wunschdenken, aber es ging. Da freue ich mich. Da freue ich mich doch. Also Entschuldigung, gerade mal kurz ein Schlückchen Kaffee. Man wird ja nicht jünger, man muss sich ja irgendwie fit kriegen. Ach so, ja. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was bei der ganzen Sache rauskommt. Können wir mit Ruka den weiteren Tag ohne Leiden verhindern und warum ist das alles geschehen überhaupt? Was, durch was wird das Luna Sedata ausgelöst? All das sind Fragen, die wir uns ja schon, gefragt haben. Ist da irgendwas? Hallo? Irgendwas muss hier sein, Leute. Das blaue Leuchten. Ja, wahrscheinlich nur die Treppe, aber... Ja, ich glaube, das ist die Treppe, oder? Die ich da beleuchten soll. Wahrscheinlich gäbe es hier irgendwas... Huch? Wahrscheinlich gäbe es hier irgendwas. Nee. Na gut. Gehen wir weiter. Was auch immer das eben war. Oh. Nein. Oh. Kommt er denn jetzt auf die Seite? Eben war er auf der anderen. Na gut, er ist ein Geist. Ich wundere mich hier über gar nichts. Na komm, wenigstens nochmal knipsen. Bams. Oh, komm schon. Wo bist du? Wo bist du? Oh!
Alter Schwede. Kein Zero-Shot, verdammt ich. Ist mir egal, Leute. Ich hau die Filme jetzt raus wie blöde. Ich habe hier noch die ganz guten Filme und ich kann mir auch denken, für was ich die brauchen werde. Von daher geht das schon klar. Ja, hallo. So. Na komm, der war doch eben noch da. Ich will ihn jetzt endgültig besiegen. Komm schon, Papa. Sei mal nicht so. Oh. Ja. Na super. Wurde nicht gegolten. Ah. Oh, immer diese Maske. So, das reicht jetzt aber. Jawohl. Ach, das bisschen Overkill, das ist schon okay. Oh, Suyas Notiz Nummer 6. Die fielen dort herunter, wo der Geist war. Bald wird alles verschwinden und verloren sein. Und ich werde endlich verstehen. Ich bin begierig Suetsus Spur gefolgt. Ich sah dasselbe wie Suetsu, dachte dieselben Dinge, tat dieselben Dinge, wurde sogar selbst zu Suetsu. So fühlte ich mich. Ironischerweise wurden die Dinge vor meinem Tod noch etwas klarer. Wenn die Zeremonie vollendet ist, wird Sakuyas Gesicht in dieser Maske erblühen. Sie wird stärker erblühen, als man jemals zuvor gesehen hat. Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Zeremonie noch einmal durchzuführen, um Sakuyas Erblühen zu beruhigen. Die Tradition schreibt vor, dass die Uzuwa, die am Tag ohne Leiden erblühte, erneut an der Zeremonie des Übergangs teilnehmen muss. So kann sie versiegelt werden. Ich verstehe nicht warum, aber es sind wahrscheinlich dieselben Umstände, bei denen die Seelen der Toten angenommen werden, und vielleicht kehrt dabei auch die Seele der Uzuwa zurück. Aber irgendetwas fehlte bei der Zeremonie des Übergangs. Was wird die kommenden Seelen beruhigen? Das Echo der Seelen. Etwas, das sie beruhigen wird. Ah! Das letzte Fragment der schwarzen Maske, Leute. Jetzt habe ich alle vier. Ah, die Maske der Mondfinsternis. Wenn du, oder als du die Stücke der Maske aneinander hieltest, haben sie sich irgendwie miteinander verbunden. Das ist die Maske der Mondfinsternis. Oh, und da liegt noch was. Ja, tatsächlich, liebe Ruka, wir haben sie. Nur was bringt sie uns? Oh, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Denn dann werde ich doch noch Reload upgraden. Seht ihr mal, dann habe ich die Kamera fast komplett. Mir fehlt im Prinzip nur noch Absorb. Aber Absorb finde ich nicht so wichtig. Das geht hier nur um meine Spirit Power unten links. Ihr wisst ja, was ich meine. Und die ist zu vernachlässigen, finde ich. Also, ja, die nutze ich eh nicht so oft, die Schüsse. Ich könnte es jetzt mal tun, vielleicht ist die letzte Gelegenheit dazu, dass ich meine Zero-Linse öfter mal einsetze, aber... Oh, ich weiß jetzt gar nicht, was die andere Leiter hoch war. Treppe. Warum sage ich jetzt auch Leiter? Das ist eine Treppe. Oh, hört mal. Das Meer. Wir sind oben. Da unten ist die Insel. Da ist überall noch Licht, das ist schon ein bisschen verwunderlich. Die Mondfinsternis Sakuya steht auf dem Leuchtturm. Man erkennt nicht sehr viel. Oh. Da muss irgendwo was sein. Na, wo ist es? Irgendwo muss da was sein, da leuchtet was. Da ist es doch. Naja, ob es jetzt noch was bringt, ist die Frage, nicht wahr? Nein! Och Mann! Oh Mann, oh, das ist gemein. Das wollte ich jetzt... Oh, oh. Ist das Sakuya? Nee, das ist Sayaka. Ihre Mutter. Sayaka beobachtet oder schaut einfach nur. Oh. Es wird mich wirklich interessieren, ob sie noch lebt. Die Legende des Tsukimori-Lieds. Meine Mutter ließ mir einige Dokumente zurück, die sie schrieb. Es geht um den Tsukimori-Song. Auf der Insel Rogetsu gibt es eine Familie mit Namen Tsukimori.
Die Tsukimori-Familie behütet die Luna-Melodie als Beschützer des Mondes. Auf der Insel Rugetsu gibt es viele Legenden über die Luna-Melodie und die Bestimmung eines Menschen. Die Familie Tsukimori behütet auch das Tsukimori-Lied. In Tsukimori-Lied wird der Tag des Neumondes zu einer Melodie. Diese Melodie beruhigt die Jungen, genau wie der Schoß der Mutter. Oh, hoppala. Jetzt habe ich das aus Versehen abgebrochen. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Wo haben wir es denn? Es tut mir leid. In Zeiten, wenn der Mond beruhigt ist, wird es mitschwingen und gipfeln in der Erblühung. Wenn der Mond beunruhigt ist, dann besänftigt die Tsukimori-Familie den rasenden Mond und die verlorenen Seelen mit Hilfe des Tsukimori-Liedes. Wenn das Lied diese Seelen erreicht, dann können diese durch den Mond zurückkehren zur Geisterwelt. Okay. Interessant, aber das alles ist mir irgendwie so ein bisschen zu mysteriös. Oh, bald ist es soweit. Die Mondfinsternis steht wirklich kurz bevor. Oh nein. Ich glaube, Leute, wir haben gerade den finalen Kampf erreicht. Was ist das? Oh oh. Ja, ja, ja. Zero-Film. Definitiv Zero-Film. 2000... Es geht sogar. Na, ja, ich wollte warten. Nicht, dass ich den guten Film verballere einfach so. Und nochmal die Spezialfähigkeit hinterher. Na komm, na komm. Was ist los, Sack? Huja! Und? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich möchte sagen, das war leicht enttäuschend. Ja, das war's in der Tat. Okay. Das kann's nicht gewesen sein. Sie kommt gleich nochmal, wenn ich hier diese Orgel... Das sieht aus wie eine Orgel. Es ist eine Orgel. Luka, Tsukimori no Uta wo. Ich soll das Lied also spielen. Das Tsukimori-Lied. Die Luna-Melodie vom Zimmer meiner Mutter. Ah, und die Dekodierungstabelle aus dem Zimmer meines Vaters. Das ist der Tsukimori-Song, also das Tsukimori-Lied. Das Luna... die Luna-Melodie. Die Melodie des Vollmondes. Wenn der Mond in Schwierigkeiten ist, dann besänftigt das Luna-Lied den Mond und die toten Seelen. Wenn das Lied die Seelen berührt, dann werden sie vielleicht ins Jenseits zurückkehren. Ach, ich verstehe. Die Seelen sind auf der Insel gefangen, unter anderem werden sie in der Otsuwa gespeichert. Da diese ja erblüht ist, und durch das Erblühen werden die Seelen nicht erlöst werden, sondern verbleiben für immer. Ah, interessant. Ja, dieses Stück sieht aus wie... ein Lied wie dieses muss. Das kennen wir ja schon, das Lied. Ist ja viel länger, das Lied. Und sogar noch mit Eis dabei. Okay, ja, ja. Ich muss das Lied spielen. Ich hoffe, ich spiele es richtig. Ansonsten... naja, versuchen wir es. So. Ich hoffe, es war richtig. Dieses Lied. Ich habe es zuvor schon einmal gehört. Oh Gott, es war richtig. Ein Glück.
Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich glaube, hiermit haben wir Project Zero 4 beendet. Wenn die Credits laufen, dann ist das eigentlich sogar ziemlich sicher. Also ich muss sagen, es bleiben immer noch sehr viele Fragen zurück bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir es doch gerne mal in die Kommentare. Was würde euch noch interessieren? Ich werde das dann vielleicht versuchen aufzuklären. Werde mich durch die Wiki lesen. Es gibt ja nur eine englische Wiki. Oh, das Lied ist so schön, ich möchte gar nicht so viel quatschen. Auf jeden Fall, ich fand es sehr interessant. Ich muss aber leider sagen, die Geschichte vom dritten fand ich jetzt besser. War sehr spannend umgesetzt. Hier wiederum, ja. Aber seht das als Kritik auf hohem Niveau an, denn ich fand es ein sehr schönes Spiel. Nur war es mir doch ein bisschen zu mysteriös teilweise. Ich weiß immer noch nicht so ganz die Fäden zu spinnen. Zwischen den einzelnen Strängen, wenn man so will. Es wurde viel angeschnitten, aber dann im Endeffekt wurde sich alles nur auf diese Zeremonie beschränkt und das Jenseits. Naja. Vielleicht könnt ihr auch schon Klarheiten in den Kommentaren schaffen. Das wäre super. Ansonsten, ja, sagt mir doch einfach, was euch interessiert. Ich weiß zum Beispiel auch das Lunar Sedata. Da fragen sich einige, wo das den Ursprung hat. Ich kann halt nur so viel sagen, dass es damals mit dem Kagura zu tun hatte. Mit dem gescheiterten Kagura, mit der Zeremonie des Übergangs. Na gut, ansonsten würde ich sagen, wir lauschen der Musik noch ein wenig. Mein Fazit habt ihr jetzt quasi schon gehört. Gutes Spiel, wenn auch sehr verwirrend. Ja, Leute, ich würde sagen, ich bin schon mal raus. Ich bin der Bro. Haut rein und tschüss.